Hallöle, doch nochmal, ich wieder da, wieder zurück. Ich dachte mir, weil wir jetzt so wenig bisher bei den Winchesters erlebt hatten, hau ich einfach nochmal 2 Folgen mit drauf am Wochenende. Aber damit ihr dann einfach noch ein bisschen Spaß habt und wir uns nicht dann einfach denken, ja, und wir haben noch nicht die Rettungsschwimmerkarriere gesehen. Dementsprechend, denke ich, ist das dann doch eine ganz gute Lösung. So, am Wochenende gibt es jetzt also auch nochmal jeweils einen Part zusätzlich zu Alles ist möglich Familie. Ich hoffe natürlich, das freut euch. So, wir steigen mit Sam hier direkt in den Whirlpool rein. Aber ab nächster Woche, liebe Freunde, wird es dann nochmal weitergehen. Ne? Also ich kann ja jetzt nicht jedes Wochenende hier diese Ausnahmen machen. Ich dachte mir nur, hey, wir hatten es bei den Winchesters auch, bei der WG auch, bei der Porno-WG auch gemacht. Können wir es doch bei den Winchesters auch machen? So, ne? Und da sind wir dann auch schon. Okay. Oh, ach, das steigert deinen Einfluss. Ja, solange ihr nichts zu tun habt, kannst du ruhig hier Videospiele spielen, wie du möchtest. So, wir kennen jetzt übrigens all unsere Leute im Krankenhaus. Und unsere kleine, hübsche Pflanzenzimmern wird auch bald wach. Dementsprechend heißt es, ab geht's in den Garten. Ein bisschen pflegen, kannst auch aufstehen, scheiß auf deine Energie. Muss einfach nur mal ein bisschen mit Smaug spielen, dann geht das schon wieder. So, dann mal los, komm raus mit dir aus den Federn, Mensch. Ich möchte nämlich unbedingt sehen, wie Sam endlich mal Rettungsschwimmer wird und nicht einfach nur... Was? Startet in 2 Tagen und 21 Stunden. Wo sind wir denn hier? Ich denke, das ist morgen. Was ist denn das für ein Kack? Oh, du hast Athletik gelernt. Na toll. Indem du da einfach so in dem Becken rumplanscht und dämlich aussiehst oder was? Alter, du gehst gleich unter. Guck doch nicht so bedröppelt wie so ein Schlachtschwein. Spiel doch mal mit dem Ding. Dafür ist es doch da. Spiel damit. Ja, spiel damit. Ja. Das machst du doch super, Mensch. Oh Mann, ich habe einen Schatten. Aber gut, okay, das wisst ihr ja auch schon länger. So, hier haben wir noch so einen hübschen, sexy Whirlpool. Da möchte ich eigentlich die Strandaufsicht führen, Mensch. Aber hier können wir auch mal ein Feuerlaufen machen. Hatten wir ja, glaube ich, auch noch nicht hier in der WG. Ah, Mann, das nervt mich voll, dass wir hier jetzt erst in 2 Tagen. Aber morgen ist doch eigentlich auch noch unser Arbeitstag. Oder habe ich da was falsch verstanden? Das Leben ist so grausam hier. Na gut, wir gehen uns erstmal was zu essen. Oh, dann bei Jeremy... Was? Jeremy Schwatz? Ernsthaft? Das ist dein Name? So heißt du? Gott, du Armer. Du tust mir echt leid. Okay. So, Gartenfähigkeit. Bald auf Rang 7, Leute. Bald. Wir werden es bestimmt hoffentlich noch in dieser Folge hinkriegen. Wenn nicht in der nächsten. Oh, ich bin so gespannt. Aber noch gespannter bin ich darauf, wie Sam gleich wieder beim Tauchen sich schlagen wird. Wenn wir hier waren, können wir eben schnell was zu essen ins Inventar packen. Schnuffelchen, du hast doch ein bisschen Obst gekauft, oder? Kannst du dir davon nicht eine Paprika geben oder so? Komm, gib doch was ab, Mann. Sei doch nicht so egoistisch. Gib jetzt deine Paprikas ab. Ach, wahrscheinlich, weil sie noch auf der Arbeit rumhängt oder so. So, Samantha hat ihr Tagewerk vollbracht und darf jetzt gleich tauchen gehen. Ole, ole. Ja, ich glaube, weil sie gerade was tut, können wir hier nichts abgeben. Das finde ich unfair. Eine Banane können wir auch noch nicht anbauen. Na gut, Sam, dann müssen wir einfach mal im Bistro was essen gehen. Was hältst du denn davon? Das haben wir ja inzwischen auch gekauft. Uns gehört ja hier die halbe Stadt. Eben mal schnell was essen. Alleine für... erhältliche Speisen, das jetzt bei Sam übrigens. Ananassaft, Eishörnchen, gebackene Bananen. Oh, gebackene Bananen, die sind so lecker, oder? Oh Gott, ich esse so gern gebackene Bananen. Ich bin mit meinem Freund, immer wenn ich bei meinem Freund bin, dann gehen wir immer zu unserem Lieblingschinesen und dann essen wir da Buffet und da gibt es so geile, leckere, gebackene Bananen. Ich finde das so pornös, ey. Dann fressen wir uns da immer an den, also ich jedenfalls, an diesen gebackenen Bananen voll. Oh, und ich feiere das immer so sehr. Ich liebe chinesisches Essen und mexikanisches Essen. Aber diese gebackenen Bananen sind einfach pornös, ey. Ehrlich, Leute, pornös. So, du möchtest auch noch mixen lernen und schreiben. Also irgendwie hast du sehr viele Bedürfnisse in letzter Zeit, die ich irgendwie nicht so... seitdem du eine Freundin hast, bist du echt anstrengend geworden, mein Lieber. Aber okay, was soll's. So, du gehst jetzt essen, alles Klärchen. Du bist immer noch am Anbauen. Och Mann, dich muss man schon wieder gießen, ey. Wie oft muss ich dich dann noch gießen? So, hier, duschen gehen, bevor du weitermachst. Die Sportler sind eine sozial motivierte... Entweder sie hat gerade beim Laufen gefurzt. Achso, das war der Drache. Ich dachte schon gerade, Sharon hat beim Laufen gefurzt. Oder dass sie irgendwelche komischen
Geräusche gemacht hätte oder so. Wie herrlich ist das denn, ey? Wie herrlich, Leute. Ey, passiert hier auf der Insel auch mal irgendwas? 5 Objekte sprengen, ja gerne doch. Passiert hier auch irgendwie heute noch was? Irgendwie ein Brand oder so? Ich hocke jetzt schon seit ein paar Stunden auf der Arbeit und hier passiert einfach partout nichts. Das ist doch irgendwie total... Ne? Wisst ihr? Dean. Sam, beim Feuerlaufen. Ach Mensch, jetzt habe ich das schon wieder verpasst. Jetzt musst du leider nochmal laufen. Tut mir leid. Die Leute müssen es sehen, glaube ich. Oh, wir können uns ja zu Rosemary Colin in den Pool legen. Werfen. Schmeißen. Hinzugesellen. Ach, schön, dass du noch deine Füße angezogen hast. Zeugen berichten, Dean Winchester hatte Gegenstände zerstört. Ja, das hat er sogar gern gemacht. Erleichterung, wie nach Pipi. Das ist schön, aber er hat jetzt gequälte Sohlen. Ich glaube, nochmal drüber laufen wäre definitiv unserer Tod, liebe Freunde. Oh mein Gott, sie stirbt! Oh mein Gott! Tu was! Oh mein Gott! Sie liegt da einfach so rum, wir können sie doch nicht... Hä? Ach so! Sie liegt ja einfach nur auf so einem blöden Strandtuch. Leute. Ich dachte jetzt gerade schon, hä, was geht denn jetzt? Ist sie kurz vorm Sterben oder was? So, Madame, Garten weiterpflegen. Hier. Garten pflegen. Nicht mit dem Drachen spielen, dafür haben wir jetzt gar keine Zeit. Ah, du bist fertig mit dem Essen? Sehr gut. Wir müssen nämlich auch nochmal... Was haben wir hier? Ach ja, wir müssen die Skarabäen dahin bringen. Aber ich möchte ins Felsenriff ein wenig tauchen gehen. Yay, ich möchte tauchen gehen. Ach, und du fährst schon wieder nach Hause und du bist öffentlich gedemütigt. Ja, ist mir egal. Wollen wir auf dem... Oh, nein. Sowas können wir doch nicht machen, oder? Nee, das kann man wirklich nicht machen. Das ist ja blöd. Nein, sowas macht man doch. Die Statue vom Tod. Komm, lass uns die Statue vom... Aber es wäre pietätlos, oder? Das wäre pietätlos, Leute. Egal, wir möchten 5 Sachen sprengen. Ich möchte jetzt auch was sprengen. Einfach nur, weil ich es kann. Ich frage mich, ob dann der Tod kommt und sagt, du hast meine Statue gesprengt. Ich werde dich töten. Du sollst jetzt nach dieser Insel fragen, Mensch, und dich nicht einfach in den Whirlpool begeben, du Hansi-Pipi. Ach, Gott. Leute, wo sind wir denn heute hier? Heute sind wir mal wieder im Irrenhaus. Willkommen im Irrenhaus, sage ich einfach in der nächsten Folge. Ach, da sind ja unsere beiden Kleinen. Na? Habt ihr Spaß? Wir haben aber noch einen. Ich weiß, dass wir noch einen haben. Wir hatten den im Inventar. Hat Sam den? Ach, Sam hat sogar 2 im Inventar. Marty und Spike. Ja, Marty müsste eigentlich zu Sherry... Alter, du sollst nicht rutschen gehen. Du sollst die nach dieser Insel fragen. Bist du behämmert heute? Heute sind wir aber leicht behämmert, oder? Heute sind wir ziemlich doof. Kann das sein? Na gut, gucke ich dir beim Rutschen zu. Yay! Bonk! Mann, was für eine Rutschpartie. Jetzt geh die nach der Insel fragen. Außer du willst von mir... verhauen werden. Dean hat öffentlichen... Oh Gott, das ist ja richtig teuer. Dean, hör auf. Nicht sprengen, bitte nicht sprengen. Nein, tu es nicht. Oh Gott. 3, 2, 1. 23.000! What the hell? Wie soll ich denn das bezahlen? Oh, und er ist ziemlich, Wie soll ich denn das bezahlen? Wollt ihr mich verkackeiern, Leute? Was soll das denn? Ey, ihr habt mich bestimmt angeschwärzt. Ihr, genau ihr dort. Oh nein, 23.400 Simoleons. Ach, du Heilige. Oh mein Gott, unser ganzes Geld wird weg sein. Oder unser Haus. Oder gleich alles, was wir haben. Ich habe keine Ahnung, wie das laufen soll, ne? Ich hatte das noch nie. Stirbst du jetzt gleich oder was passiert mit dir? Nee. Aber ich wette, diese Kinder haben mich verraten. Also, okay, wir sollten uns nächstes Mal wirklich überlegen, öffentliches Eigentum zu sprengen. Ich denke, das machen wir so schnell nicht wieder. Oh Gott, kommt jetzt die Polizei, um mich zu verhaften? Und wieso redest... Hä? Nein, haben wir eine Meerjungfrau? Nein! Ist ja Porno! Hallo! Na? Du hast ja voll die dicken Euter! Okay, ich sollte nicht so pietätlos sein, Madame. Maria... Hallo? Wie heißt du? Ozean? Oh, wie schön. Was ein schöner Name. Oh, du siehst ja auch sogar relativ gut aus. Mein Gott, wie schnell wir hier den Meerjungfrauen begegnen, ne? In meinem allerersten Eindrücke-Video, als ich da diese noch nicht ganz fertige Version gespielt habe, da habe ich nicht eine gesehen. Und jetzt kommen hier... Alter! Hi, Mann! Erschreck mich doch nicht. So was geht denn heute bei euch, ey? Ich wollte mich alle... Was? Ein Gartenzwerg? Bitte?
Ein Unterwasserzwerg oder was? Was geht denn hier? Wie süß ist der denn? Huch, schaut ihn euch mal an. Oder das ist ein Mensch, der von ihr verwandelt wurde und jetzt zu Tode unterwassert wurde. Oh, wie cool. Wir haben jetzt schon gleich eine Meerjungfrau getroffen. Mann, geil. Ich find's richtig cool, dass wir so schnell über die Meerjungfrauen uns einfach halt sehen können. Es ist aber echt schwer, mit denen ins Gespräch zu kommen. Na, bist du wieder zu Hause? Boah, böse, 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 ey. Wie? Ach, du spielst jetzt mit irgendeinem Kind, ey. Nee, komm, der hat dich bestimmt verpfiffen. Also geh jetzt den Scheiß einsammeln und komm dann ganz schnell wieder nach Hause. Oh, Sam, du hast ja... Nee, du hast ja immer noch nicht mit denen geredet. Sam. Hast du den Garten fertig gepflegt, Madame? Oh, sieht echt so aus. Kacke. mit Pflanzen reden, komm. Wir machen denen jetzt ein paar Komplimente. Bringen die jetzt zum Sprießen, damit wir jetzt einfach mal auf Level 7 kommen. Wenn nicht, muss ich mir echt so ein doofes Buch kaufen. Mutter als Trauerweide bezeichnen, das ist aber ein bisschen unfair, oder? So, Kompliment machen. Dann haben wir mit 5 Pflanzen jetzt gerät, haben auch wieder einen Wunsch erfüllt. Ach du heilige, 23.500. Ah, wir werden sowas von arm, liebe Freunde, sowas von arm. Ach so, hast du schon wieder in die Hosen gemacht, weil du ein Dings gesehen hast. Guck mal, wir steigen stetig ab. Früher war sie mal, glaube ich, Level 10, was diesen Dings anging. Warte mal, sie wollte doch Unterwasserhöhle erkunden. Ja, das ist schön. Warte, dann brechen wir mal das ab. Haben wir nicht noch irgendwelche Fische fangen? Nee, okay, hier anscheinend nicht mehr. Hülle. Wo bist du? Ja. So, dann Meerjungfrau, ich verzieh mich dann mal. Hause rein, wir sehen uns später. Komm, Samantha, wir müssen jetzt hier ein bisschen was machen. Du bist aber hübsch, ne? Sehr hübsche Meerjungfrau. H2O, plötzlich Meerjungfrau. Woher ich das kenne? Ihr schreibt es mir oft genug in die Kommentare. Na komm, jetzt lauf schon, Mensch. Du musst doch hier ein bisschen deine Tauchenfähigkeit verbessern. So wird das nichts. Komm. Sehr gut. Bravo. Die lassen wir jetzt einfach mal außen vor, die gute. Was jetzt schon wieder? Werde Partner? Nein, das wolltest du. Zur Oberfläche zurückkehren. Ach ja. Muschel finden. Na gut. Kehren wir nachher zur Oberfläche zurück. Oh, du siehst ein bisschen buggy aus. Naja. Okay. So. Ich glaube, mit den Pflanzen reden bringt uns gar keine Gartenfähigkeit. Punkt-Dingel, ne? Ich glaube. Nein, es sieht nicht danach aus. Außer, dass sie damit ein bisschen flirtet. Können wir nicht noch irgendwelche Samen anpflanzen? Können wir nicht pflanzen? Ah, die Limonen können wir noch pflanzen. Die pflanzen wir mal direkt neben den Apfelbäumen. So. Was hast du für ein Sternzeichen? Hä? Wo kommt der denn? Hä? Wo kommt ihr denn jetzt alle her? Ich denke, wir sind gerade in der Unterwasser. What the hell? Er ist ein Zauberer. Schaut euch das an. Er hat die Meerjungfrau zum Stehen am Land gebracht. Wie cool ist das denn? Oh ja, ganz gut. Nett. Wir schauen ihn jetzt gerade bei seinen Zaubertricks zu, damit wir was machen können? Okay, ich glaube, das ist ein bisschen buggy, würde ich einfach mal behaupten. Ich glaube nicht, dass das so sein soll. Druckausgleich. Na super. Okay, dann heißt es wieder ab mit uns nach Hause. Hier kriegen wir ja eh nichts mehr. So, ihr versteht euch weiterhin blendend. Immerhin etwas. Eine gute, positive Nachricht für heute. Außer, dass du immer noch ziemlich verkohlt aussiehst. Aber dafür kannst du... Komm. Dafür kannst du jetzt erfinden. Ja, Sims, lass mich bitte was erfinden. So. Okay, das hat immer noch nicht unser Garten. Warte mal. Ich hole einfach mal Marty raus. Komm mal her. Marty rausnehmen. Und dann kann sie nämlich, glaube ich, mit Marty und den Pflanzen... Na, ihr wisst schon. Dann kriegen wir, glaube ich, nochmal unsere Pflanzen ab. Oder wir reden dann einfach mit dem Vogel, wollte ich gerade sagen. So, lass den mal bitte runter, den Kleinen. Marty absetzen. Oh Gott. Rechnung. Die müssten wir dann auch bezahlen. So. Was lebt damit, dass du hier gerade Hagel auf den Kopf bekommst? So, komm, setzen ab. Perfekt. Und Madame, bitte fütter den erstmal ein bisschen und dann mach mal hier mit Marty über die Gartenarbeit reden. Komm, das muss doch funktionieren. Schuljubelruf können wir später machen. Haben wir auch noch später genügend Zeit. Dann gehen wir uns eben duschen.
Und dann sind unsere Sims auch wieder relativ glücklich, würde ich sagen. Also noch nicht so ganz glücklich, wie ich sie gern hätte. Aber ist auch egal. Hauptsache, sie sind in irgendeiner Art und Weise glücklich, weil sie 23.500 Simoleons... Ah, schaut mal. Nicht mehr viel. Nee, du schläfst jetzt nicht, Madame. Ich muss dir gleich mal, glaube ich, Smoke auf die Dings setzen, auf den Kopf, damit du nicht mehr so viel schläfst. Komm schon. Treib's hoch. Ich will den Samen einpflanzen jetzt noch. Komm. Yes. Perfekt. Super. Warte. Und pflanzen. Und mitten hier rein. Komm. Kein Nickerchen. Nickerchen ist heute nicht. Kannst kurz Smaug gleich anfassen. Och, Sam, sei ruhig. Ganz ehrlich. Sei bitte ruhig. So, okay. Mal sehen, ob das anders aussieht. Ich bin super gespannt. Ich habe das auch noch nie gemacht, Leute. Okay. Super. Es sieht kaum bis gar nicht anders aus. Na, klasse. Ah ja, und du denkst, du hast jetzt einen Cookie verdient, nachdem du mir so eine Schande bereitet hast, Madame Unterwasser. Leute. Irgendwas stimmt doch heute mit euch nicht. So, warte mal. Wir haben doch noch einen Drachen hier drin. Spike, genau. Zeugen hatten berichtet, dass Dean Winchester Gegenstände zerstört. Ja, so sieht er auch aus. Na gut, aber wir machen jetzt Schluss für diesen Part. Wir sehen uns morgen direkt wieder in einer neuen Folge von Die Sims 3 Inselleben. Und ich verabschiede mich. Freue mich natürlich, wenn ihr auch wieder dann morgen mit dabei seid. Und dann werden wir vielleicht schon unsere Frucht oder die Frucht unserer Lenden... warum backt ihr so? Ernten können. Also die Frucht unserer Lenden ernten, ne? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Warum backt ihr denn jetzt so? Seid ihr doof? Seid ihr langweilig? Hallo? Naja, gut. Dann sie backen. Ich freue mich mit euch auf den nächsten Part und wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag und sage jetzt aber wirklich mit backenden Sims. Ciao!